So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir haben die ganze Lava-Runde abgeschlossen im letzten Teil und machen uns mal auf eine neue Mission. Wir wollen ja mal weiterkommen. Deswegen gucken wir uns mal um. Genau, ich hatte schon mal überlegt, ob wir diese Nebenmission machen von diese DLC-Mission, die es hier gibt. Also die beiden Missionen sind jetzt eh beides DLC-Mission. Andersons Apartment-Besuch machen wir fast als letztes, weil das ist nämlich, da passt die halt besser zu dem Zeitpunkt und das ist auch eine, ist glaube ich sogar die beste DLC-Mission im gesamten Mass Effect-Universum, wenn nicht sogar von vielen Spielen. Aber wir haben noch da eine andere, die könnten wir machen. Was haben wir denn sonst noch? Asari-Kolonie untersuchen, ehemalige Service-Wissenschaftler finden. Okay, mit den Quarianern reden, haben wir auch noch da oben. Ich würde sagen, wir machen mal hier auf der Citadel diese Mission, weil die haben wir schon ewig da stehen. Deswegen fliegen wir nochmal zurück zur Citadel und gucken mal, was uns da erwartet an dieser Mission. So, dann müssen wir nämlich zu Dock 42. Sind Sie Bray? Der große Commander Shepard. Und ich habe mein Autogrammbuch nicht dabei. Schon gut. Bringen Sie mich zur Aria. Folgen Sie mir. Und wo ist sie? Shepard? Wie dramatisch. Es gibt im Purgatory zu viele Augen und Ohren. Es geht sicher um die Rückeroberung von Omega. Es geht um Ihren Krieg, Shepard. Wenn Cerberus die Terminus-Systeme kontrolliert, macht sie das mobiler. Seit der Eroberung von Omega verbreiten sie sich überall. Die Allianz weiß das bestimmt. Kommen Sie zum Punkt. Was wollen Sie? Sie verjagen. Ich habe eine Flotte von Söldnerschiffen. Wir fliegen hinter die feindlichen Linien und greifen an. Auf Omega ist es dann ein Bodenkrieg. Darum will ich Sie. Ich nehme nur die Besten. Der Anführer der Cerberus-Besatzung ist General Oleg Petrovsky. Er hat mich vertrieben. Kenn ich nicht. Er ist der Top-Militärstratege des Unbekannten und sein bestgehütetes Geheimnis. Aber eigentlich müssen Sie nur wissen, dass er ein skrupelloser Dreckskerl ist. Was wissen Sie über die Besatzung? Petrovskis Armee ist gewaltig und er hat Omega fest im Griff. Mehr Informationen gibt es nicht. Also improvisieren Sie. Aber nein. Manche Geheimnisse auf Omega kenne nur ich und das hilft uns weiter. Eines kann ich sagen. Petrovskis Invasion war präzise und gnadenlos. Er wird wohl nichts Halt machen. Manche sagen das über sich. Ja, das klingt auch wirklich nach ein bisschen, aber die ähneln sich doch schon. Kommt mir bekannt vor. Shepard, ich kenne meinen Ruf. Ich werde gehasst, weil ich mit eiserner Hand geherrscht habe. Aber die Leute waren frei. Ihr Leben gehörte ihnen. Das war mir wichtig. Dieser Mann hat das alles weggenommen. Und dafür bezahlt er. Wenn Omega wieder mir gehört, bekommen sie alles, was ich habe. Schiffe, Söldner, E-Zero. Für den Krieg. Wo ist der Haken? Ich habe etwas gegen den Umgang, den sie pflegen. Darum müssen sie die Normandy und ihre Crew zurücklassen. Meine Crew besteht aus Profis. Nun sagen wir, ich will sie für mich selbst. Bray gibt Ihnen die Koordinaten meiner Flotte. Und seien Sie bitte diskret, solange wir noch auf der Citadel sind.
Die Flotte ist in diesem System versteckt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie unterwegs sind. Arya und ich sehen Sie dann auf dem Flaggschiff. Ich bin gespannt, ob die Sache die Aufregung wert ist. Und da sind wir wieder zurück auf der Normandie. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich ein neues Anflugsziel. Und so wie es klingt, müssen wir diese Mission alleine bestreiten. Nur mit Arya zusammen, denke ich mal. Oder vielleicht auch ganz alleine. Und sie will tatsächlich Omega zurückerobern. Könnte spannend werden. Gucken wir doch mal direkt auf der Karte nach. Ah ja, da haben wir auch schon was. Die Flotte von Arya. Da sollen wir also hin. Seine Beschreibung bei. Eine Ansammlung von Schiffen, Kriegsschiffen, Transporter und Jäger, die unter Arias Flagge fliegen. Gut, dann docken wir mal an. Naja, okay. Wir dürfen uns auch ausrüsten, aber ich glaube, soweit haben wir alles. Ich habe ja meine neue Waffe da. Aber oh ja, wir sind echt überladen. Genau, ich wollte mal ein paar ablegen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Zum Beispiel die Pistole. Kann man die überhaupt ablegen? Ja. Gut. Weil ich benutze sie ja eh nie, um ehrlich zu sein. Maschinenpistolen benutze ich auch nie. Jetzt haben wir schon mal ordentlich Gewicht reduziert, weil Maschinengewehr und Präzisionsgewehr ist eigentlich alles, was ich brauche für die Mission. So. Oh, Arya könnte man auch ausrüsten. Wir können dir sogar Waffenmods geben. Sollen wir das? Nein, können wir behalten. Die ist ja eh wahrscheinlich nur für diese Mission dabei. Okay, ja, wir haben noch ein paar Punkte. Mach ich mal Aufstieg, so. Sehr schön. Oh, die können wir sogar auch aufwerten. Oh, so schnell geht das. Wir sind 1:4 unterlegen und viele unserer Schiffe sind Frachter mit wenig Feuerkraft. Wir wollen keine Weltraumschlacht gewinnen, Jarl, sondern nur ihre Linien überwinden. Sie haben also einen Cerberus-Kreuzer befehligt. Unser Ehrengast ist da. Endlich kann's losgehen. Lassen Sie mich raten. Sie wollen die feindliche Flotte infiltrieren. Genau. Wir landen einen vernichtenden Schlag und dann greifen meine Truppen ein. Na gut, ich bin mal auf Ihrer Seite. Das klingt gut. Soll mir recht sein. Wenn Sie weiterhin so entspannt sind, werden wir gut miteinander auskommen. Dann Schluss mit der Plauderei. Los geht's. Bray, durch das Portal. Die Flotte soll warten und erst auf meinen Befehl nachkommen. Kurs auf das Flaggschiff. Wir wurden beschädigt. Brauchen Reparatur. Identität bestätigt, Captain. Warten Sie auf Anflugfreigabe. Wie brachten Sie ihn dazu, das zu sagen? Auf die harte Tour. So ist's gut. Ruhig und langsam. Geduld und so nah ran wie möglich. Feuer! Flotte durchs Portal lotsen! Wir sind durch. Direkter Kurs auf die Station. Der General will uns begrüßen. Interessant. Stellen Sie ihn durch. Arya, ich wusste, dass Sie das sind. Sie werden es nicht schaffen. Blasen Sie es ab. Falscher Ansprechpartner. Aber vielleicht können Sie meine Begleitung überzeugen. Commander Shepard, man hört ja viel Gutes über Sie. Über dich nicht so viel. Ich bezweifle, dass der Unbekannte viel von mir hält. Ich mache mir selbst ein Bild, Commander. Traurig, dass Sie Cerberus verlassen haben. So schadet sich jeder selbst. Vielleicht hatten Sie ja Angst vor dem Erfolg.
Und Arya glaubt, ihr Anblick würde mich beunruhigen. Jetzt bin ich dran. Es war sicher mühsam, das Schiff mit Silaris-Panzerung zu verstärken. Was für eine Verschwendung. Ich habe die äußere Verteidigung von Omega verbessert. Meine Kanonen machen Kleinholz aus ihnen. Er klingt ziemlich selbstbewusst. Ja, das stimmt. Nochmal, blasen Sie es ab. Zeigen Sie, was Sie drauf haben, Oleg. Übertragung beenden. Das lief doch gut. Kurs beibehalten. Wir rammen die Station. Alle bereit machen für den Aufprall. Was? Omegas kinetische Barriere hindert meine Schiffe am Landen. Der Kreuzer hat Disruptoren, um sie beim Aufprall lahmzulegen. Keine Sorge. Wahrscheinlich überleben wir den Absturz. Wir schaffen das. Keine Dummheiten. Evakuieren Sie. Rettungskapseln auf die Station programmieren. Gehen wir. Alle raus. Wir haben keine Zeit. Die äußere Verteidigung von Omega aufgerüstet. Sieht ganz danach aus. Haben es die anderen Rettungskapseln geschafft. Okay, was ist unser Ziel? Wir müssen in der Verteidigungsstation Omegas äußere Verteidigung lahmlegen, damit meine Schiffe landen können. Denn sonst werden sie genauso zerlegt wie wir. Wird erledigt. Dafür habe ich sie hergebracht. Bodenoffensive. Im Kampf sind sie der Boss. Klingt gut. Wir nutzen unsere Stärken. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und sie können uns hinbringen. Okay, dann los. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir sind auf Omega gelandet, mehr oder weniger. Ja, ich finde die Mission bis jetzt echt geil inszeniert, muss man sagen. Also die ganze Zwischensequenz da und ja, diese Rücksichtslosigkeit von Arya. Das ist echt cool. Ich weiß leider nicht mehr, ich habe natürlich wegen meinem Siebgehirn schon wieder vergessen, wie die Mission jetzt auch komplett weitergeht und wie sie endet. Deswegen ist das für mich auch wieder ein bisschen frisch jetzt alles hier, ein bisschen neu. Aber wir werden sehen. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder durch Horden von Servos-Leuten ballern, aber das ist ja hoffentlich jetzt nicht so das Problem. Oh. Im Ballern habe ich in letzter Zeit eh viel Übung. Denn es ist etwas passiert, was ich von mir selber nie erwartet hätte. Und zwar habe ich mir tatsächlich eine Xbox gekauft. Eine Series X letztens. Das ist eigentlich... Eigentlich war es so ein bisschen die Schuld von meiner Freundin, die hat mir so ein Floh ins Ohr gesetzt, weil ich war ein bisschen frustriert darüber, dass ich keine PS5 bekommen habe und so weiter. Und sie meinte dann irgendwann, ja, wir können uns irgendwann ja auch mal eine Xbox holen, dann teilen wir uns halt die Konsole und den Preis und so ein bisschen, wenn wir so ein paar von den exklusiven Spielen auch nachholen können. Lassen Sie mit der Steuerung die Schutztür runter. Und das hab ich mir dann so ins Ohr gesetzt und habe dann durch Glück irgendwann eine auf Amazon entdeckt gerade und habe die direkt bestellt und hole jetzt gerade die Halo-Reihe nach.
um zu sehen, was diesem ganzen Hype so ein bisschen dran ist. Noch ganz habe ich nicht verstanden. Ich habe jetzt halt diese Master Chief Collection mit allen Teilen und habe jetzt Halo Reach als erstes durchgespielt. Das war ganz okay. Jetzt bin ich gerade fast schon am Ende von Halo 1. Und ja, es ist gut. Ich finde auch das Universum cool und die ganze Welt, in der er spielt. Aber das Spiel dahinter ist noch so ein bisschen an. Man merkt ihm das Alter an, könnte man sagen. Aria an Flotte. Alle wohl auf da draußen? Geht so. Mit der Cerberus-Flotte kommen wir klar, aber die Verteidigung von Omega setzt uns zu. Halten Sie meine Armee intakt, Jarl. Mehr müssen Sie nicht tun. Das klingt aber schwerer als es... Oder genauso schwer wie es ist, denke ich mal. Die mit ihren Schilden hier. Ich kann jetzt nicht mehr so präzise durch den Schlitz schießen. Weil die Waffe leider nicht mehr so präzise ist wie die davor, aber ein bisschen stärker. Aber es hat doch gereicht. Hauptsache, sie sterben und wir leben. Dann ist alles beim Alten. So. Okay, da hinten herrscht, da draußen herrscht ein richtiger Krieg. Den können wir noch mit aufheben. Sturmgewehrgeschwindigkeitslauf, okay. So, was? Wo müssen wir hin? Was zeigt mir der Pfeil da an? Irgendwo über uns anscheinend. Sehr verwirrend gerade. Naja. Bodenteam, kommen! Bray, sind Sie da? Ja, aber nur 6 Kapseln haben es geschafft. Mehrere Landepunkte. Bei Ihnen sammeln, dann zum Rendezvous-Hangar. Bereiten Sie die Landung unserer Schiffe vor. Okay, so, da wären wir. Ich schätze mal nicht, dass wir einfach hier so durch können, oder? Ja, wäre auch zu einfach. Ja, und wie gesagt, ich hätte selber nie gedacht, dass ich mir irgendwann eine Xbox hole, weil ich immer so Anti-Xbox war. Aber man muss halt zugeben, es ist trotzdem eine gute Konsole. Und ich finde Microsoft nach wie vor eine scheiß Firma. Jede Firma hat irgendwie Dreck am Stecken. Auch Sony ist kein Heiliger, bei weitem nicht. Aber Microsoft ist mir noch irgendwie unsympathischer. Aber ich habe diesen blöden Konsolenkrieg endlich mal hinter mir gelassen. Und bekriege mich jetzt nur noch mit PC-Spielen. Nein, das ist auch Quatsch. Also PC können auch Leute PC spielen, nur was ich hasse, sind diese PC-Master Race-Pinner. So, wir haben eine Nachricht gefunden. Allgemeine Nachricht. Energieflug. Situationen halten an. Zur Stabilisierung müssen die Sektoren 3, 14 und 15 zwingend abgeschaltet werden. Sämtliche Personal werden neue Aufgaben zugewiesen. Gut, schön, dass wir das jetzt auch wissen. Oh, das sieht nach Kampf aus. Oh, guck mal, da kommt was. Ich glaube, ich nehme mal mein Scharfschützengewehr. Dann machen wir ein bisschen Sniper-Action. Zum Beispiel den. Wemsen war direkt mal weg. Dann versteckt sich noch einer. Guck mal, da sieht man seinen Kopf. Bam! Ah, verdammt. Von hier aus sah es gut aus, jetzt hätte ich ihn erwischt. Anscheinend war dem nicht so. So, jetzt haben wir ihn. Wir nähern uns. Diese Kanonen müssen ausgeschaltet werden. Jo, machen wir. Bleib locker. Das kriegen wir hin. Ups. Okay. Hier entlang. Aber die Tür ist zu. Hack mal. Dann muss ich mit dir reden. Der nächste Bereich braucht einen Druckausgleich. Wird eingeleitet. Zugang verweigert. Eindringlinge entdeckt. Aufhalten. Okay. Da kommen jetzt erstmal wieder neue Service-Einheiten. Wo auch immer. Ach, da hinten fallen sie alle von hoch. Es tut gut, Dampf abzulassen. Ja, das machen die Service-Soldaten ja auch andauernd mit ihren scheiß Rauchgranaten. Ihnen auch nichts bringen. Wir können fallen wie die Fliegen hier. Ohne Witz, ich habe das Gefühl, wir sind in den letzten Parts immer nur gegen Service am Kämpfen. Ja. Sie überhaupt nichts mehr von den Reapern. Gibt sie überhaupt noch? Eigentlich ist dieser Krieg jetzt hier um Omega ja auch ziemlich unsinnig, gerade in diesen Zeiten. Gut, ich schätze mal, Aria wird sich da dankbar zeigen und uns helfen dann in dem Krieg gegen den Reaper. Das wäre dann schon mal unser Vorteil, aber an sich ist so eigentlich Quatsch, sowas jetzt zu machen. Okay, jetzt dürfen wir auch durch. Dann komm! Eine unserer Kapseln. Wir hatten Glück. Weiter! Ja,
Gott sei Dank, sind wir immer an dem Ende das Glück hat. Ich habe 2 Transporter verloren. Lange können wir nicht mehr ausweichen. Wir sind direkt vor der Verteidigungsstation. Durchhalten! Nehmen, jetzt nicht schlapp machen. Wir schaffen das. Hier kommen wieder Gegner. Verteidigt die Station. Also mein größter Wunsch für die Mass Effect Collection, die zu dem Zeitpunkt der Aufnahme immer noch nicht erschienen ist, vielleicht wenn ihr das hier seht, ist sie schon mittlerweile draußen. Oh Gott, wo kommt der denn her? Wünsche ich mir auf jeden Fall, dass jedes Spiel frei anwählbare Sprache hat. Das hatte nämlich nur der dritte Teil, dass man im Menü halt die Sprache umstellen konnte. Und bei den anderen musste man immer die Konsole halt komplett umstellen. Also das hasse ich eigentlich. Weil ich bis heute nicht verstehe, warum das nicht Standard ist in Spielen. Das ist einfach in jedem Spiel, da ist doch eh die Tonspur drauf. Also was ist so ein Problem daran, so einen Knopf in so ein Menü einzubringen? Das verstehe ich halt nicht. Und ich würde mir wünschen, dass sie auf jeden Fall das schon mal drin haben. Also muss ich die PS4 oder die PS5, die ich mittlerweile auch habe, auch mal auf Englisch stellen. Weil privat werde ich das auch mal auf Englisch spielen. Ich bin halt so. Ich bin halt so ein kleiner Originalton-Verfechter. Eigentlich nicht bei allem. Es gibt so gerade so alte Filme, gerade so aus den 80ern, 90ern, die sind immer super synchronisiert gewesen aus in Deutsch. Und heutzutage ist es meistens immer so. Und Spiele, ja gut, Spiele waren eigentlich noch nie so wirklich geil synchronisiert. Jarl, die Verteidigung ist ausgeschaltet. Die verbliebenen Schiffe sollen sich am Rendezvous-Punkt sammeln. Ei, ei, Flugbahnen berechnet. Wir bilden bereits eine Schlange. Bray, kommen. Status? Rendezvous-Punkt gesichert. Hangartüren aktiviert. Sind in Kürze offen. Ich brauche sie jetzt offen. Meine Vögel kommen rein. Ankunft vorbereiten. Was genau ist dieser Rendezvous-Punkt? Dorthin sind wir unterwegs. Ein Bunker, den ich auf dem D-Deck eingerichtet habe für heiklere Operationen. Er ist völlig uneinnehmbar. Mit eigenem geheimen Hangar und Dock. Unabhängige Energiequelle, Lebenserhaltung, Munition. Sie werden sehen. Einsatz auf dem D-Deck. Untersuchen und auf weitere Befehle warten. Nun geht es los. Der General weiß wahrscheinlich, wohin wir unterwegs sind. Dann also keine Besichtigung. Nee, das wäre mir jetzt nicht so lieb gewesen. Ich würde gern durchstürmen einfach. Okay, war das jetzt ein großartig im Sinne von einer super oder ein wow, cool. Ich freue mich schon drauf. Den anderen Ausgang. Ich habe den Weg abgeriegelt, auf dem wir gekommen sind. Okay. Ich vertraue dir mal. Okay, gibt's auch noch eine Tür. Ah, wieder ein Fahrstuhl. Alarm! Alarm! Verteidigungsstation in Gefahr. Äußere Verteidigung außer Betrieb. Reparatur nicht möglich. Waffeneinsatzinitiative T752. Wir sorgen für Aufruhr. Gut. Das kann man so sagen, ja. Okay. Machen wir Run safe. Nehmen wir noch schnell was mit. Dann kommen wir Service-Soldaten. Ach, ihr seid doch kein Problem. Auch wenn diese Schildtypen mich da eben sehr in die Mangel genommen haben. Es tut gut, nicht schlecht. Abzulassen. Ja, das hast du eben schon gesagt. Alles klar. So, und jetzt können wir hier durch. Ja. Okay, dann nutzen wir hier die Türsteuerung. Ah, ja. Die Omega Skyline. Jetzt fühle ich mich zu Hause.
Seltsam. Was ist das da hinten? Irgendeine Art Kraftfeld. Das ist nicht gut. Das glaube ich auch. Ich nehme mal an, wenn man da reinläuft, stirbt man direkt instant. Nein. Okay, da kommen wir noch gar nicht lang. Müssen wir hier lang? Ah ja, sieht so aus. Einige meiner Männer. Super. Und da kommen sie wieder. So, wie wäre es mit einer Granate? Wo wir gerade mal dabei wären. Hier, bitteschön. Oh, hat es überhaupt gebracht. Einen hat es schon zerrissen. Na komm, du Sackgesicht. Den Schilden, ey. Nervt. Aria, hast du nicht irgendeine... Okay, die hat alle ihre Fähigkeiten gerade aufgebraucht. Da wäre natürlich Biotik jetzt nicht schlecht. Das gebe ich ja zu. Da finde ich tatsächlich das System, das sich Andromeda überlegt hat, besser als in den Spielen. Weil da kann man einfach alles haben. Man kann waffenstark sein, aber auch Biotik haben. Also hier geht ja immer nur das eine oder das andere quasi. Wenn ich jetzt hier Soldat bin, habe ich keine Biotik. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und in Andromeda, da hast du dann auf der einen Hand hast du die Waffe, in der anderen kannst du dann aber noch Biotik verschießen. Was ganz cool gelöst war. Ich kenne dieses Symbol. Sieht aus wie ein Gangzeichen. Die Talons. Meinen Besitz haben sie auch immer beschmiert. Warnung. Angriff auf Omega. Das gesamte Cerberus-Personal wird aufgefordert, umgehend seine Posten einzunehmen. Warnung. Angriff auf Omega. Das gesamte Cerberus-Personal wird aufgefordert, umgehend... Ach, als ob das irgendwas bringt. Ah, hier ist nur so ein Graffiti. Wieder das Symbol der Talons. Ein möglicher Hinweis auf einen Widerstand. Könnte nützlich sein. Ja, wahrscheinlich gingen die aber auch gegen uns vor. Bei unserem Glück. Aber solange sie auch ein paar Service-Typen mit in Jordan nehmen, habe ich da kein Problem mit. So, aber bevor wir jetzt durch diese Tür gehen, müssen wir leider einmal einen Cut machen. Aber ich finde die Mission bis jetzt echt gelungen. Also sie macht Spaß auf jeden Fall und ist sehr cool inszeniert. Und ja, wir werden sehen, ob wir es schaffen, in den nächsten Parts Omega zurückzuerobern oder ob das alles ein feuchter Traum bleibt für Aria. Deswegen bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Bis dann.